Der Warnenkrieg. Gar bald zeigte sich, dass der Burgwall, den der Riese für die Asen erbaut hatte, keinen unbedingten Schutz gewährte. Noch ein anderes Geschlecht von überirdischer, göttlicher Art war im Laufe der Zeit herangewachsen. Die Warnen. Eine zauberkundige Frau, aus diesem Geschlecht Gulveig genannt, war einst nach Asgard gekommen. Aber die misstrauischen Asen hatten sie hart misshandelt und sogar zu töten versucht, denn sie hegten den Argwohn, die Zauberin habe böse Anschläge vor. Als die Warnen von dem Geschick Gulveigs erfuhren, beschlossen sie sich an den Asen zu rächen und zogen mit Heeresmacht gegen Asgard. Sie verlangten zur Sühne, die Asen sollten ihnen ebenfalls einen Anteil an den Gütern der Welt einräumen. Diese hielten Rat über diese Forderung und beschlossen schließlich im Vertrauen auf ihre Macht und ihre feste Burg ihren Gegnern im Kampf entgegenzutreten. Odin selbst schleuderte seinen Speer in die Reihen der Gegner und eröffnete damit die Schlacht. So war der Krieg in die Welt gekommen, aber er verlief anders, als die Asen gedacht hatten. Die Warnen stürmten mit solcher Macht gegen sie an, dass sie ihre Reihen durchbrachen, und als sich die Asen hinter ihrem Burgwall zurückzogen, gelang es den Warnen sogar, in dieses mächtige Bollwerk eine Bresche zu schlagen. Die alte Dichtung berichtet von diesem Kampf. Odin den Gär in die Gegner warf. Der erste Krieg kam in die Welt. Es brach der Bordwall der Burg der Asen. Warnen stampften streitkühn die Flur. So mussten die Asen den Kampf abbrechen und mit den Warnen über den Frieden verhandeln. Da wurde nun beschlossen, dass beide Teile einander Geiseln stellen sollten, und zwar gaben die Warnen ihre besten Männer heraus, nämlich Njörd und dessen Sohn Freyr. Die Asen dagegen stellten als Geisel Hönir, einen Mann von schönem, stattlichen Äußeren, und sagten den Warnen, er werde für sie einen guten Führer abgeben. Mit ihm zugleich sandten sie den Weisen Mimir, der Hönir in allen Dingen beraten sollte. Um den Frieden feierlich zu bekräftigen, vereinigten Asen und Warnen ihren Speichel in einer Schüssel, und aus diesem Speichel schufen sie einen Mann von größter Weisheit, den sie Kvasir nannten.